wird unvermeidlich sein, dass es zu leichten Doppelungen kommt. Ich ändere aber die Rede nicht. Meine Damen und Herren, der Aschermittwoch ist der erste Tag der Fastenzeit. Die Fastenzeit erinnert an die 40 Tage, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte. In der Messe wird heute den Gläubigen ein Aschenkreuz auf die Stirn gemalt. Ein Ritual, was den Menschen seine Vergänglichkeit vor Augen führen soll. Vergänglichkeit ist unser Stichwort. Die SPD und ihr Spitzenpersonal sind derzeit das am heißesten diskutierte politische Thema, schreibt Spiegel Online. Also ich habe noch niemanden erlebt, der über diese Clowns heiß diskutiert. Wenn Sie im Theater eine Komödie sehen, diskutieren Sie ja nicht, sondern Sie amüsieren sich. Über einen Martin Schulz gibt es nichts zu diskutieren. Man lehnt sich zurück und schaut vergnügt zu, wie er den Schulzzug in den Hochofen fährt. Wenn Gott Humor hat, werden wir denselben Prozess demnächst bei der Merkel-Truppe beobachten. Meine Damen und Herren, die SPD ist deswegen typisch für die politische Parallelgesellschaft in unserem Land, weil die roten Strolche zugeben, dass ihnen ihre Stammwählerschaft unangenehm ist. Sie sagen es nicht offen, aber der Wähler merkt es. Die SPD war ja mal eine erdverhaftete, kernige Malocherpartei. Heute verzehren sich die Sozen nach der Klientel der Grünen. Sie wollen die total hippen, urbanen Gutverdiener der Universitäten, Start-ups und Werbeagenturen ansprechen. Die Proleten, die mühevoll ihr Reihenhäuschen abstottern, Moment, das ist doch gut. Ganz wichtig, sonst mache ich hier Bäuerchen. Die Proleten, die mühevoll ihre Reihenhäuschen in der Vorstadt abstottern, sind den Sozi-Funktionären peinlich. Ihre neuen politischen Themen heißen Ehe für alle. Weltklimarettung, noch mehr Einwanderer, noch mehr Multikulti, noch mehr Geschlechter, dafür weniger Heimat, weniger Familie, weniger Rechtssicherheit. Sie wollen uns verrecken, die Roten wollen uns verrecken, bunte Khmer werden. Meine Damen und Herren, liebe Andersgeschlechtliche, erinnern Sie sich noch? Erinnern Sie sich noch, was die sozialdemokratische Abgeordnete Nadine Julitz im November im Schweriner Landtag auf die Zwischenfrage eines AfD-Schwefelbuben antwortete, der sie gefragt hatte, wie viele Geschlechter es eigentlich aus ihrer Sicht gibt? Ich zitiere die vollständige Auskunft der äußerlich eigentlich erfreulich femininen Sozialdemokratin. Zitat: Es gibt Mann, Frau, es gibt jetzt das dritte Geschlecht, es gibt Menschen, die im falschen Körper geboren sind. Es ist unglaublich. Also ich lege mich da nicht fest, wie viele Geschlechter es gibt. Das liegt ja an jedem selbst. Also das ist die Natur. Ende der Durchsage. Tja, da kannst du als Satiriker und als SPD-Wähler einpacken. SPD, die Partei derer, die im falschen Körper geboren sind. Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Marc Stegner. Ja? Oder die im falschen Land geboren sind. Im Mitgliedervotum der SPD über die Beteiligung an einer GroKo dürfen auch Migranten, also ohne deutschen Pass, abstimmen. Und SPD und Grüne werden ja regelmäßig mit der Idee vorstellig, dass auch Nicht-Deutsche, also Nicht-Staatsbürger in Deutschland wählen dürfen, sollen. Nicht nur die deutsche Sozialhilfe, auch die deutsche Politik soll weltoffen werden. Wenn Ihre bio-deutsche Klientel Sie nicht mehr wählt, dann versucht diese zu jeder Art Verrat bereite ehemalige Arbeiterpartei eben am Staatsbürgerschafts- und am Wahlrecht herumzuschrauben. Der klassische SPD-Wähler indes firmiert längst unter White Trash.
Und ich nehme an, dass hier einiger weißer Müll versammelt ist, der früher mal SPD gewählt hat. Was mich betrifft, betrachten Sie mich als weißen Sondermüll. Gewählt habe ich die allerdings nie. Ich habe nie einen von denen gewählt. Meine Damen und Herren, wer heutzutage Witze über die SPD reißen will, muss im Grunde nur mitschreiben. Und der muss sich beeilen. Das ist eine kuriose Partei. Sie wird zur gleichen Zeit eine Regierung gewählt und verschwindet. Obwohl ihre Umfragewerte in einem ähnlichen Tempo sinken, wie die Zahl der Messerattacken steigt, erhält die SPD, sofern die Gruppe zustande kommt, Außenministerium, Finanzministerium, Arbeitsministerium, Justizministerium, Umweltministerium, Familienministerium. Das dann künftig wahrscheinlich Ministerium für Geschlechtervielfalt und Familienzusammenführung heißt. Die Union wiederum hat ihre Wahlziele zu 100% erreicht. Merkel bleibt Kanzler. Wahrscheinlich. 44 CDU-Nein-Stimmen wären bei der Kanzlerwahl erforderlich. Und wir könnten endlich singen, Ding Dong, jetzt ist dort. Aber das ist wohl nur eine Illusion. Wir werden wahrscheinlich weitere 4 Jahre lang aus Merkels Mund Preziosen der deutschen Sprache vernehmen dürfen, wie alles, was noch nicht geschehen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist. Merkel in Frontal 21, 2014. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser komplizierten Phase besser hinausgehen werden, als wir hineingegangen sind. Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Strafdelikte sind bei uns verboten. Merkel kurz vor der Wahl in einer TV-Fragerunde zu einer Frau, die sie auf die wachsende Zahl von Vergewaltigungen durch Migranten angesprochen hat. Jetzt geht es doch darum, Personen Chancen zu geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mitten da drin sind. Merkel am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Man möchte gar nicht aufhören, unsere Sonnenkanzlerin zu zitieren. Meine Damen und Herren, wenn Sie auf Google humorlos eingeben, Google Bilder, dann kommt als erstes ein Foto von Angela Merkel. Und dann eine Selbsthilfegruppe humorlos e.V. Es ist unfair, Frau Merkel humorlos zu nennen. Sie besitzt Mutterwitz, feinen Humor. Aus ihrem Munde stammen die lustigsten Vorschläge, wie die Deutschen mit ihrer unbegründeten Angst vor der Einwanderung und der Islamisierung umgehen sollen. Mehr Blockflöte spielen. Mehr arabische Länder besuchen. Öfter in die Kirche gehen. Nach dem LKW-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sprach die Kanzlerin nicht von Ermordeten, sondern von Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Frau Merkel hat eine ganze Kollektion solcher hintersinnig witziger Formulierungen auf der Pfanne. Die Menschen da draußen im Land zum Beispiel, die Menschen, die schon länger hier leben, die Menschen, die noch nicht so lange hier leben. Und was fehlt? Vielleicht die Menschen, die bald nicht mehr lange hier leben. Wer diesen subtilen schwarzen Humor nicht versteht, dem ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Können Sie sich an das Interview erinnern, das Frau Merkel auf dem Höhepunkt der Masseneinwanderung bei Anne Will im ersten Programm des DDR-Fernsehens gab? Die abschließende Frage der Moderatorin lautete, Frau Bundeskanzlerin, wenn wir es geschafft haben, was genau haben wir dann erreicht? Was ist das Ziel? Als geübte Witzeerzählerin tat Merkel so, als verstünde sie die Frage nicht. Anne Will musste sie wiederholen. Dann erwiderte die Kanzlerin im Schelmischen Lächeln: Na, möglichst viele Menschen im Land. Ist wirklich passiert? Dass keiner lachte, war der Künstler weg. Also wirklich, meine Damen und Herren, wenn die Staatschefin eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt erklärt, ihr Ziel, das Ziel ihrer Politik, quasi das Staatsziel sei, möglichst viele Menschen ins Land zu holen, und sie verstehen nicht, dass das ein Witz ist. Wer hat da keinen Humor? Frau Merkel oder Sie? Auch die kleine Schwester der CDU hat einen bedeutenden Humoristen in ihren Reihen. Der Name fiel ja heute schon mehrfach. Horst Seehofer. Er droht seit 2,5 Jahren mit Koalitionsbruch, wenn die Grenzen nicht geschlossen werden. Kontrolliert werden.
wir wissen, werden sie nicht kontrolliert. Auch ganz im Gegenteil, das von ihm regierte Bundesland hat die illegale Masseneinwanderung perfekt organisiert. Es ist eigentlich jammerschade, dass Bayern im Süden liegt und nicht Nordrhein-Westfalen. Dann wären wir heute im Chaos. Ja. Dann wären wir viel weiter, aber es muss Bayern sein. Und Seehofer hat sich damit für höchste Ämter empfohlen. Er wird Innenminister. Unter Zahnärzten gibt es einen neuen Begriff. Wenn ein Mensch überhaupt keine Zähne mehr hat. Seehofer-Gebiss. Eine bedeutende innenpolitische Frage lautet, wie geht es mit Martin Schulz weiter? Der Journalist Alexander Wendt hat vorgeschlagen, dass er den Außenposten der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Elba übernimmt. Oder auf St. Helena. Dabei hätten Merkel und Schulz als Kanzlerin und Vizekanzler so gut zusammengepasst. Nicht nur ästhetisch. Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Jetzt sind sie halt da, sagte Merkel bekanntlich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Ende September 15. Und Genosse Schulz echote vor ein paar Tagen, da war er noch designierter Außenminister und Großkoalitionär, und es ging um Obergrenzen, wenn mehr kommen, dann kommen halt mehr. Diesem Motto könnte Schulz natürlich auch Platz am Weißen einem Pornokino werden. Kanzlerin bekanntlich, es könne bei Flüchtlingen keine Obergrenze geben. Ein prominenter Kölner Narr hat ihr dieser Tage beigepflichtet. Kardinal Rainer Maria Wölki predigte: Wir sind noch keineswegs an unser Limit gegangen und kommen auch nicht dorthin. Es darf nicht durch die Hintertür zu einer Obergrenze kommen. Die Grenze kommt durch die Hintertür. Hat wieder einer sehr gut zugehört bei Frau Merkel. Doch wer ist hier? Und was ist unser Limit? Kommt dieses Rotkäppchen auf die Idee, das Limit sei unerreichbar. Also was Wölkis eigenes Limit betrifft, das ist eindeutig, er kann eine geräumige Bischofswohnung in Köln abgeben, 2/3 seines Amtsgehaltes von gut 11.000 Euro monatlich spenden und wenn er den Besitz seines Erzbistums verpfändete, könnte er etwa 3 Milliarden Euro in die Flüchtlingskollekte werfen. Das ist aber nur ein kleiner Teil des deutschen Limits. Der Bundeshaushalt weist für 2017 Gesamtausgaben in Höhe von 329 Milliarden Euro aus. Das heißt, wenn die ca. 1,5 Millionen Goldstücke optimistisch geschätzte 30 Milliarden im Jahr kosten, dann liegt die gutherzigste Obergrenze derzeit ungefähr bei 15 Millionen Neubürgern, sofern Kaltland nicht neue Schulden wird. Das ist viel, aber deutlich weniger als unsere Fremdenführerin und ihr Kardinal in ihrer obergrenzenlosen Fersenliebe verheißen. Wenn man über diese Rechnung stellt, dass allein Ägypten jährlich einen Bevölkerungszuwachs von 1 Million produziert und Schwarzafrika noch weit erheblicheren Segnungen entgegenschlagt, dann fallen die Verheißungen von Merkel und Wölki eher unter Angeberei. Bleiben wir beim kölnischen Oberhirn. Am 27. Mai 2016 notierte der Publizist Nikolaus Fest in seinem Blog, Zitat: Bei einem seiner letzten Besuche in Rom, so erzählt ein italienischer Freund, seien dem Kölner Kardinal Wölki, aber auch anderen hohen Würdenträgern der katholischen Kirche Filme gezeigt worden, welche die Verfolgung von Christen dokumentieren, wie sie von Muslimen gesteinigt, enthauptet, gefoltert werden, wie man ihnen die Augen aussticht, sie an Autos kettet und durch die Straßen schleift, ihnen die Finger abschneidet. Es ist derselbe Wölki, der kürzlich ein flammendes Plädoyer für den Islam hielt. Zitat Ende. In Ländern, wo die Re-Islamisierung im vollen Gange ist, werden Christen massakriert und unser Kardinal, dem die Marterinstrumente gezeigt werden, segnet sie und möchte sie importieren. Wie ist so etwas möglich? Ich müsse die katholische Mentalität verstehen, erklärt mir ein Freund. Schon während Wölki diese Bilder gesehen hat, habe er den Folterknechten und Mördern vergeben. Jesus habe den Knechten, die ihn ans Kreuz schlugen, ja auch vergeben. Ein guter Christ müsse seinen Feinden vergeben, das gehöre zur Heilsgeschichte, so wie Judas zu ihr gehört und die Märtyrer. Die Heilsgeschichte kenne keine unrettbaren Sünder,
wirklich handle also wie ein guter Christ. Ich verstehe, entgegnete ich. Der Kardinal möchte, dass künftig auch Christen in Deutschland das Privileg genießen dürfen, ein Martyrium zu erleiden. Aber wäre es nicht schön, wenn er selber als leuchtendes Beispiel vorangeht? Massenzuwanderung geht weiter, sie heißt jetzt Familiennachzug. Zäune halten ja sowieso keine Menschen auf. Also deutsche Zäune nicht. Ungarische und makedonische schon. Oder mexikanische. Mexikanische. Ja, Mexiko sichert seine Südgrenze zu Guatemala mit einem Zaun. Wussten Sie das? Sie wussten nur von der anderen Grenze. Auf der anderen Seite der böse Donald. Baut, nicht? Aber die Mexikaner wollen die Armutseinwanderung aus anderen lateinamerikanischen Ländern unterbinden und haben dafür eine Mauer gebaut. Das nur für den Hinterkopf, wenn man über den teuflischen Donald redet. Apropos, ein anderer Scherzkeks aus den Reihen des sozialdemokratischen Kabaretts. Der Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat die Wahl Trumps zum US-Präsidenten als einen Schock bezeichnet. Derselbe Oppermann nannte die Wahl seines Genossen Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten ein Fest der Demokratie. Über diesen Herrn Steinmeier haben wir noch gar nicht geredet. Man redet sehr wenig über Steinmeier. Dabei könnte es sein, dass er der heimliche Drahtzieher der GroKo ist, der im Hintergrund alle zusammenbringt, der die Gräben zuschüttet, die Schulz aufgetragen hat. Also Steinmeier. Nachdem er zum Bundespräsidenten gekürt wurde, schrieb eine deutsche Boulevardzeitung groß auf der Titelseite: Sieh mal Trump, so geht Präsident. Danach unterhielt ich mich in Gedanken mit meinem russischen Freund Boris. Das Gespräch verlief so. Boris, wer ist denn dieser Herr Steinmeier? Das ist der designierte neue Bundespräsident. Aber ihr habt doch schon eine Kanzlerin. Bundespräsident ist eher ein repräsentatives Amt. Was bedeutet das? Besitzt der Macht? Theoretisch schon, denn er muss wichtige Gesetze unterschreiben. Praktisch aber unterschreibt er sie sowieso. Ansonsten hält er vor allem Reden. Hat Herr Steinmeier schon mal irgendeinen Satz gesagt, an den die Menschen sich erinnern? Nicht, dass ich wüsste. Hat er schon mal eine Wahl gewonnen? Ja, er ist 2008 von seiner Partei mit 95% zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden. Ich meine, hat er schon mal eine Wahl gewonnen, in der das Volk entschieden hat? Er hat 2009 als SPD-Kanzlerkandidat 23% bekommen. Hat er die Wahl damit gewonnen? Nein, es war das schlechteste Ergebnis, was die SPD jemals erreicht hat. Bis Martin Schulz kam. Die SPD verlor damals ein Drittel ihrer Mandate. Und warum vergleicht diese Zeitung Steinmeier dann mit Trump? Sie will wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass sie ihn für einen moralisch edleren Menschen hält als Trump. Aufgrund welcher Verdienste? Das weiß ich nicht. Er hat 2006 dafür gesorgt, dass die EU-Sanktionen gegen Usbekistan gelockert werden. Zumindest war er dafür. Aber aus welchem Grund wählen die Deutschen ihn denn zum Präsidenten? Aber sie wählen ihn doch gar nicht. Ja, wer wählt ihn denn dann? Die Parteien stellen Kandidaten auf. Gewählt wird der Präsident von der Bundesversammlung. Die besteht aus Mitgliedern des Bundestags und der Landesparlamente sowie einigen sogenannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Insgesamt 931 Personen. Das heißt, Boris fragt wieder, es gibt doch ungefähr dieselben Mehrheiten wie im Parlament. Ja, dann ist doch von vornherein klar, dass nur ein Kandidat gewählt wird, den die Regierungsparteien unterstützen. Ja, und gibt es wenigstens davor ein richtiges demokratisches Hauen und Stechen? Stehen verschiedene Positionen zur Wahl? Finden große öffentliche Debatten unter den Kandidaten statt? Nein. Gegen wie viele Kandidaten hat sich denn Steinmeier durchsetzen müssen? Gegen keinen. Er ist nach Absprache der Führer der beiden Regierungsparteien nominiert worden. Ob die AfD oder die Linke Gegenkandidaten aufstellen, ist völlig egal, weil die sowieso nicht gewählt werden. Also, sagt Boris, ich fasse mal zusammen. Ein Mann mit einer reinen Funktionärskarriere, der das einzige demokratische Votum, dem er sich je stellte, mit Pauken und Trompeten verloren hat, wird am Volk und an den Oppositionsparteien vorbei
Oppositionspartei. Wir haben nur eine. Wird am Volk vorbei zu Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert, weil das die beiden Vorsitzenden der Regierungsparteien so abgesprochen haben. Und er steht von diesem Augenblick an als Amtsinhaber fest, weil ihn die sogenannte Bundesversammlung sowieso wählen wird. Und es gibt Medien, die diese, ich darf wohl sagen, Marionette, die mit 931 Stimmen gewählt wurde, als demokratisches Vorbild für den neuen US-Präsidenten hinstellen, für den aus dem Nichts 62 Millionen Amerikaner gestimmt haben? So ist es. Ich wundere mich nun zumindest nicht mehr, dass der Herr Steinmeier die Sanktionen gegen Usbekistan gelockert hat. Dort wird der Präsident ähnlich gewählt. Ich danke Ihnen.